Tolle heute in der Gemeinderatssitzung war, dass wir einen mehrheitlich angenommenen Antrag gehabt haben, der nur von der FPÖ nicht angenommen worden ist. Und in dem Antrag ist es darum gegangen, dass der Herr Stadtrat Mario Eustachio aufgefordert wird, sich an die Beschlüsse des Grazer Gemeinderats zu halten, an einstimmige Beschlüsse. Im Speziellen geht es um die Leitlinie für Bürgerbeteiligung. Und zwar muss der Stadtrat hier laut den Leitlinien dementsprechend die Bürger zu einem Gespräch einladen. Das hat er abgelehnt. Und mit unserem mehrheitlichen Antrag, der eben von allen Parteien unterstützt worden ist, wird er nun aufgefordert, das zu tun. Genau auch in seiner Vorbildwirkung und auch alle anderen Punkte, die die Leitlinie vorsieht, auszuführen. Wir haben heute auch noch einen dringlichen Antrag zum Thema Feinstaub, NOx, gehabt, der leider keine Mehrheit gefunden hat. Das Traurige oder Schlimme daran ist das, dass wir im Februar einen ähnlichen Antrag gestellt haben, der in einer ähnlichen Konstellation mit der SPÖ damals noch eine Mehrheit gefunden hätte, und heute ist leider die SPÖ umgefallen und ist anscheinend nicht mehr der Meinung, dass man an feinstaubstarken Tagen die Öffis gratis machen sollte und dementsprechend auch zum Umsteigen zu bewegen. Und auch eine gute Nachricht, wir haben im Frühjahr dieses Jahres einen Antrag zum Thema Mobilitätskarte gehabt und haben heute Stadtrat Rüsch nachgefragt, wie der Status da aktuell ist. Und so wie es aussieht, wird ab 2016 wird es Mobilitätsknoten geben, multimodale Knoten. Und ab dem Zeitpunkt wird dann auch angefangen, eine multimodale Karte, also eine Mobilitätskarte, anzubieten. Das heißt, es sollte 2016, 2017 dann soweit sein, dass die Grazerinnen und Grazer einfach von der Straßenbahn umsteigen können auf ein Elektroauto oder auf ein Fahrrad, sich das ausleihen können und mit dementsprechenden Vergünstigungen.